easy go. Hallo Leute, jetzt kommt mein Video. Und zwar heute musste ich was Trauriges sagen. Und zwar werden heutzutage Hasen, wirklich Hasen, getestet, aber richtig schlimm. Test. Richtig schlimm. Und ich wollte euch sagen, bitte unterstützt solche Menschen nicht. Solche Menschen sind einfach nur grausam. Einfach nur grausam. Was ihr mit Hasen anstellen, wollt ihr wirklich nicht wissen. Ich erkläre es mal kurz und knapp. Die quälen ihn, Test zu machen, zu ihren Augen. Und wenn ihr das Video sehen wollt, bitte, bitte, tut, wenn ihr einen schwachen Nerven habt, also wenn ihr direkt weinen wollt, dann bitte schaut das Video nicht an, weil das ist wirklich traurig. Mir ist fast die Träne ausgelaufen, fast. Ich war richtig sauer auf solche Menschen. Einfach nur grausam, was sie mit Hasen anstellen. Wirklich. Einfach nur grausam. Solche Menschen sollten eigentlich einfach nur ins Knast kommen. Nur das wünsche ich denen. Und Allah hat sogar im Koran geschrieben, wer Tiere quält, den werde ich richtig bestrafen. Also wer ein Lebewesen so quält, allgemein. Das ist schlimm, das sind Sünden. Und man darf nicht irgendwelche Tests machen. Nur wenn man eine Sache rausfinden will. Also was, sagen wir mal für Coronavirus, ist es ja okay. Das darf man vielleicht, das weiß ich nicht. Ich habe es nicht studiert. Aber ich denke nicht, dass es wegen Coronavirus oder so Test machen. Weil warum von Tiere, warum? Ich meine, Tiere können es ja nicht anstecken. Naja, egal. Ich finde es einfach nur traurig, dass wirklich solche Menschen existieren. Meiner Meinung nach ist es echt asozial. Weil ich es einfach nur traurig finde, wie solche Hasen gequält werden. Es könnte vielleicht eine Animation sein. Okay, es könnte eine Animation sein, aber es passiert Tag um Tag, täglich passiert sowas. Und ich hasse so einfach Menschen, die einfach in ein Lebewesen quälen, wie zum Beispiel Menschen oder Tiere. Was sind es für Tiere? Was sind es für Menschen? Jetzt mal ehrlich. Wenn du ein Tier töten willst, dann töte sie direkt. Darfst du machen. Aber das Problem ist, quälen darfst du jetzt nicht. Also du kannst jetzt nicht ein Fliege sein Flügel abmachen, damit der nicht fliegen kann und dann sie töten. Das ist quälen. Wenn du sie töten willst, dann töte sie direkt. Nicht direkt quälen und so. Naja. Wirklich, wenn ihr wirklich einen schwachen Nerven habt, also sagen wir mal, ihr müsst so bei einer traurigen Szene weinen, dann guckt es lieber nicht an, weil hier werdet ihr safe viel mehr weinen. So Leute, ich muss das Video stoppen. Und zwar ja, es ist voll sehr grausam, was wirklich Menschen heutzutage machen. Ich finde es echt asozial, wirklich. Ich finde es echt nicht schön. Aber egal. Diese Leute werden auch bei Allah bestraft, also bei Gott. Also, die werden richtig bestraft. Die werden nicht ganz normal bestraft, die werden richtig bestraft. Weil Gott hat mal im Koran geschrieben, wer, sagen wir mal, mit einem Test, mit einem Tier so getestet hat, den werde ich auch so testen. Also sagen wir mal, ihr tut diese Hase verbrennen. Da wird Allah euch auch verbrennen lassen. In Jahannam.
Also alles, was ihr gerade macht, wird Allah bei euch Jahannam auch machen. Damit ihr sehen könnt, was ihr mit Tiere anstellt. Damit ihr auch sehen könnt, was wirklich passiert. Naja. Unterstützt solche Leute nicht, Leute. Tut mir leid. Guckt diese Animation. Also ihr dürft diese Animation gucken. Ich sag dazu nichts. Also ihr unterstützt nicht damit diese Menschen, die das Hase quälen. Ich meine, ihr müsst schon was machen dagegen. Ich kann gerade nichts machen, weil es auch so in anderen Ländern so ist. In Deutschland ist es auch so manchmal. Weil die machen so Teste mit Dinger und so. Weil Türkei ist auch nicht, das ist jetzt auch nicht so, nur weil ich von Türkei komme, nö, Türkei ist nix. Weil Türkei sind auch solche Menschen, die durchgehend solche Tests machen. Es ist einfach überall solche Menschen. Naja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es euch gefallen. Vergesst nicht, da zu lassen und mich zu abonnieren. Dafür könnt ihr mich schon unterstützen. Leute, wir brauchen noch 4 Abonnenten. 4, da sind wir endlich 60 Abonnenten. 60. Bitte tut mir diesen Gefallen, bitte hilft mir dabei. Und ja, ciao.